Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play und Gameplay von Star Control Origins. Dieses Game kostet auf Steam derzeit 39,99 €. Für alle, die mich schon länger verfolgen, ja, ich bin zurück aus meinem Urlaub. Ich war jetzt 2 Wochen nicht online, nicht wirklich. Und heute starten wir hier mit diesem genialen neuen Game durch. Ganz im Groben gesagt geht es darum, ihr müsst euer einziges modernes Schiff der Erde verbessern, Allianzen schmieden, die Galaxis erkunden und hier einfach auch neue Verbündete finden. Denn es bedroht uns eine gefährliche Rasse, die ja, die Erde im Prinzip auslöschen möchte. Ich habe es jetzt hier heute schon mal 4 Stunden, fast 5 Stunden für mich angezockt, damit ich euch ungefähr zeigen kann, um was es geht, beziehungsweise ich zeige euch, um was es geht, damit ich euch einfach keinen Blödsinn erzähle. Wir starten hier auch gleich mal durch mit neuem Spiel. Sind in diesem Game hier einige Dialoge eingebaut, das haben die Programmierer ganz gut gemacht. Also von Alien-Rassen, aber auch von seiner eigenen Einheit, seiner eigenen Faction, also die Menschen. Die Ladezeiten sind hier etwas länger, aber nur zu Beginn. Vielleicht auch deswegen, weil ich es auf meiner normalen Festplatte, auf meiner HDD drauf habe und nicht auf meiner SSD, die schon relativ voll ist. Ich spiele hier auf 25x14 der Auflösung und habe eigentlich durchgehend 60 Frames per Second. Auf meiner 1070er GeForce. Ich glaube, ich besorge mir eine 2080er GTX. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hineinschreiben, was ihr so habt. Ob ihr mit dieser Karte noch zufrieden seid oder ob ihr euch auch überlegt, eine neue anzuschaffen. Es kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Das sind die Momente, die ich dann wahrscheinlich in dem Video herausschneiden werde, bevor ich es öffentlich stelle. Aber wenn ihr hier diesen Satz hört, dass ich es schneiden werde, dann werde ich es wahrscheinlich nicht schneiden, sondern einfach online stellen. Denn ich bin eigentlich ein Fan davon, Videos nicht zu schneiden, sondern so darzustellen, wie es dann wirklich ist. Und das ist where exactly? It's local. Triton. Recall the captain. Tell him that he's needed. Ja. He's still on administrative leave. Und der Captain bin ich. That no longer matters. He's the only one qualified to command the prototype Vindicator. Hier ist Japan. So. Ich bin der Kapitän. Azuriel natürlich. Ja, das ist in Ordnung. Wir spielen auf normal. Das hier, das große, ist mein Schiff, mit dem wir die Galaxie erobern bzw. erforschen werden. The last of the crew and supplies should be coming over to you shortly, Captain. Time to get started. Genau. Star Control is ordering you to travel to Triton and investigate the alien radio signal that's originating there. Also, ich habe hier meinen ersten Offizier bekommen, der ist für die Forschung wichtig und der sagt mir immer die diverse Dinge, die ich finde, ob ich die brauchen kann oder nicht. Und ich habe hier meine ersten 100 Mitarbeiter, meine ersten 100 Menschen bekommen, die auf mein Schiff draufpassen. Später können auch mehr Menschen auf dem Schiff drauf sein. Die sind ganz wichtig, weil das sind eine Art Ressource, also die verbrauchen sich auch im Kampf.
wenn mein Landungsschiff irgendwie in Giftzone oder in eine heiße Zone oder in irgendetwas passiert, dann verbrauchen wir quasi die Ressourcen, die Menschen. Ja, so ist es halt. Ich kann jetzt hier mit der Commanderin dieser Station reden. Es ist hier der Leitfaden von dem ganzen Game ist, es gibt hier diese Lexites und diese Lexites, die sind von der Erde 2082, glaube ich, abgehauen. Und warum sie drauf sind, das ergibt sich irgendwie gar nicht aus den Gesprächen. Not entirely. Their departure is the whole reason we have a star control in the first. Your mission to Triton takes priority. But if also ich muss mich zum Planeten Triton aufmachen, der ist in unserem Sonnensystem. Und muss dann untersuchen, warum diese Aliens abgehaut sind. We still have no for post. We've combed over their facility on them. They never seemed to be upset with, which is maybe surprising. My theory? They got bored with us. Ja. Bored with human affairs. Das alles hier werde ich jetzt mal ganz schnell überspringen, weil es eigentlich in diesem Gameplay hier darum geht, wie sich einfach das Spiel anfühlt und nicht um die Dialoge da drin. Denn wenn ihr das Game dann selber kauft, dann könnt ihr ja hier alles genau selber durchlesen. Scan its surface. If it is an alien, you are ordered to. If you believe, just please be careful, Captain. Starkin, it's the fastest, most try not to lose it. It's also we used up. If we want to make any. Einer der Hauptpunkte hier in diesem Game sind eben die Ressourcen, Mensch, Ressource, Treibstoff und alle anderen Ressourcen, die man eben auf so Planeten finden kann. Das hier ist mein Hauptschiff hier. Und mit diesem Schiff kann ich mit den Tasten W, S, A und D, also die Standardtasten, mich bewegen. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel diesen Mars anfliegen. Und wenn ich das tue, öffnet sich hier ein weiteres Fenster. Und hier sehe ich jetzt ein paar Dinge. Unidentified objects on the surface of Mars. Is this something to do with the Lexites? Ja, or something? Danke. Das war mein erster Offizier, der mir eben hier die Ergebnisse sagt von diesem Scan. Wir haben jetzt Mars gescannt. Ihr könnt hier auf der Landezone klicken, falls ihr mit der rechten Maustaste den Planeten bewegt. Dann findet ihr hier immer mit auf die Landezone wieder zurück. Wir haben hier im rechten Fenster ein paar wichtige Angaben. Zum Beispiel, wie viele Mineralien auf diesem Planeten drauf sind, die wir dann mit den hier links, mit diesen Länder einsammeln können. Zu Beginn kann hier so ein Länder nur 100 Ressourceneinheiten sammeln. Später könnt ihr das auf 300 oder ich glaube sogar auf 500 erweitern. Es gibt hier unten dann noch ein Fenster bei Planeten, die gefährlich sind, dass sie sehr heiß sind oder sehr toxisch oder sehr viel Winde haben und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann bei solchen Planeten landet, dann könnte es sein, dass sich euer Länder nicht sehr wohl fühlt und ja, im Prinzip in die Luft geht. Wir können jetzt hier einfach mal bereit zum Start klicken. Und ihr müsst hier mit den Pfeiltasten ein bisschen navigieren, dass ihr einfach in dieser grünen Zone hier landet, weil wenn ihr außerhalb landet, weit außerhalb landet, dann ist es so, dass dieser Länder hier, dieses kleine Schiff im Prinzip ja, zerstört wird. Und wenn er zerstört wird, dann verlieren wir hier diese fünf menschlichen, ja, also die fünf Humans, die drauf sind. Die gehen uns dann von die 100 am Schiff ab. Das hier ist ein Boost, den aktiviert mit Schiff, dann kann sich das Schiff schneller bewegen. Und hier unten ist dieser orange Balken, ist meine Ressourcenanzeige, wie viele Ressourcen ich einsammle. Im Moment gehen sich eben 100 Einheiten aus, später dann 300 und noch später, ich glaube 500 oder 1000. So weit war ich noch nicht. Wir können uns hier einfach mit dem Lander mit WASD bewegen. Und wir sehen, wir haben jetzt hier Ressourcen eingesammelt. Das hier ist Distickstoffoxid, okay, neues Wort, Distickstoffoxid, haben wir jetzt eingesammelt. Jetzt haben wir noch von 100, also jetzt haben wir 23 Einheiten von 100 gesammelt. Das hier ist ein nicht identifiziertes Objekt, das kann ich mit E untersuchen. Captain, this is amazing. It looks like part of an alien spaceship.
It's radio silent though, so it can't be what we were sent out to look for. Ja. Still. Er sammelt es einfach mal ein und wir können es dann später noch untersuchen oder später noch bearbeiten. Ich drücke mal Shift, dass wir uns hier schnell bewegen und sammle hier jetzt die ganzen Ressourcen ein. Diese Ressourcen können wir dann später auf der Raumbasis verkaufen und bekommen dafür Credits. Und mit diesen Credits könnt ihr dann das Hauptschiff verbessern, neue Module kaufen, stärkere Module kaufen oder Treibstoff nachkaufen oder wenn Länder kaputt gehen, auch neue Länder kaufen und so weiter und so fort. Oh, Captain, this is amazing. Ja, jetzt haben wir noch ein zweites Schiffteil gefunden. Jetzt sammeln wir das hier noch ein. Und ihr merkt dann diesen Sound hier, das gilt nicht mehr, weil ich hier schon 100 Ressourcen im Lander habe. Einfach Escape drücken, dann fliegt der Lander zurück und landet wieder am Hauptschiff. Und ich könnte jetzt hier die 13 Titan noch einsammeln, indem ich einfach hier nochmal lande. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Ich drücke jetzt Escape und fliege jetzt hier einfach mal weiter. Denn wir können hier auf dem Mond natürlich auch andocken. Und hier findet sich noch eine ganz spezielle Basis. So ein kleiner Tipp für euch schon mal. Wenn das hier schön runter geht, dann brauche ich den Lander nicht mit WASD bewegen. Dann lasse ich ihn einfach automatisch landen. So, jetzt sammeln wir hier mal die Ressourcen ein. Jump. Okay. Und zwar gibt es hier eine Basis, eine Lexit-Ruine. Captain, this is the lunar facility the Lexites settled after they first left Earth. We've sent surveyors here before, and I don't think much has changed since then. Not from all the dust I can see. It doesn't look like the Lexites were here long after they arrived in 2085. This was just a staging area. They'd no idea where they went after this. Captain, there's something threat to remnants detected. Also, die haben uns hier etwas hinterlassen, diese Aliens. Und dafür brauchen wir Uran. Also ich brauche eine Einheit Uran. Wenn ich den Uran einsammle, könnte ich dann hier diese Alien-Verlassenschaft aktivieren. Und jetzt habe ich schon wieder genug eingesammelt. Also 100. Gehe ich mit Escape wieder retour. Und ich lande jetzt hier auch nicht noch ein zweites Mal, sondern ich brauche erst Uran. Und wenn ich Uran habe, kann ich hier wieder den Rest einsammeln und auch die Alien-Ruine aktivieren. So, dann schauen wir hier mal weiter. Beim Saturn gibt es hier die Planeten Enceladus, das ist ein Eisplanet, und Titan. Und hier sehen wir jetzt zum ersten Mal eine Warnung, ein Warnungsfenster. Hier sind Winde am Werk und ihr seht es ja hier vielleicht an diesen Wolken. Wenn ihr hier mit dem Gefährt reinfährt, mit eurem Lander reinfahrt, dann nimmt der Schaden und kann sogar explodieren. Das wollen wir nicht, deswegen passen wir ein bisschen auf. Die Landezone, wir sehen, wenn ich jetzt hier auf Start gehe und runterfalle, würde ich hier landen. Ich muss aber hier landen. Das bedeutet, ich muss mit WASD, also eher mit W und A, versuchen, ein bisschen den Lander zu bewegen. Wenn ich ihn zu viel bewege, dann hupfe ich hier aber beim Ziel heraus. Also ich muss es feinjustiert machen. Das war eh schon zu viel. Okay, gerade noch. Hier gibt es 19 Argon. Ich glaube, das ist ein Edelgas meines Wissens nach. Es gibt hier aber auch Mineralien oder ja, Metalle, die meines Wissens nach nicht existieren. Also nicht in echt, die für das Spiel gemacht worden sind. Oder mein Wissen über seltene Metalle, das ist einfach begrenzt, wahrscheinlich zweiteres. Also es kommen später Namen vor, denn von denen habe ich nie was gehört. Hier Strontium und Barium gibt es ja in Wirklichkeit auch, Calcium natürlich, Metalloxide, ja, das gibt es alles in echt. Das hier wird jetzt ein spannender Landungsversuch, wenn ich hier landen möchte. Denn hier sind 80% zusätzliche Windstärke. Das bedeutet, wir haben hier ziemlich einen versetzten Winkel beim Landen. Ich probiere es mal. Könnte aber auch daneben gehen. Ja, das ist schon... Ich muss hier weiter nach links.
okay. Leute, dann habt ihr das auch mal gesehen. Ich werde jetzt meinen zweiten Länder hier nicht verheizen. Auf jeden Fall, so soll das nicht aussehen. Aber es ist gut, dass ihr es hier mal gesehen habt. Denn dann wisst ihr ja, wie es nicht geht. Jetzt fliegen wir mal zu Venus. Ich glaube, da kann ich nicht landen, weil die ziemlich verseucht ist. Captain, this planet is well beyond our ability to land on. We'll need to find some way to improve our lander technology to have a hope of safely exploring the surface here. Wir können später die Lander mit Hitzeschilden ausrüsten und dann könnte ich diese Temperatur hier aushalten, derweil ist es nicht möglich. Dann fliegen wir hier zum... Das müsste der Merkur sein. Ich weiß nicht, warum da Quecksilber angezeigt wird. Captain, this planet is well beyond our ability to land on. We'll need to find some way to improve our lander technology. Aber hier sind interessante Medaille drauf. Die hole ich mir später. Das hier sollte echt der Merkur sein. Quecksilber. Das ist ein Übersetzungsfehler. Dann fliegen wir mal nach Ganymed. Hier ist eigentlich... Ja, hier ist ein nicht identifiziertes Objekt. Das ist interessant. Schauen wir uns mal an. Und ich brauche dann später eben noch Uran. Like an old Russian space probe, Captain. It's neat, but not much we can do with it. Eine alte russische Sonde, die können wir nicht verwenden. Dann haben wir hier alles eingesammelt, wieder mit Escape zurück. Und dann können wir uns hier Callisto ansehen. Adrastea kenne ich gar nicht. Ist aber stabil, können wir landen. Ah, und hier haben wir Uran. Perfekt. Das brauchen wir für den Mond. Für diese Alien-Basis. Ich finde die Animationen hier ganz gut gemacht. Wie man hier auf diesen Planeten hier landen kann. Auch die Idee dahinter. Mit den ganzen Metalle. Und die Optik, man sieht die anderen Monde rundherum, man sieht hier auch noch Jupiter und man sieht irgendwann auch sein eigenes Schiff, wie es hier umkreist. Hier ist das eigene Schiff, wie es auf wartet, dass der Lander zurückkehrt. Also das ist wirklich nett gemacht, meiner Meinung nach. Das Game hat jetzt auf Steam derweil auch eigentlich nur positive Bewertungen. Ich habe keinen einzigen roten Daumen nach unten gesehen. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon mal 5 Stunden angezockt. Ich bin schon im Sonnensystem rausgekommen und habe auch schon die ersten Aliens getroffen, also auch feindliche Aliens. Und muss sagen, alles gut. Also spannende Geschichte auf jeden Fall. Und man kann auch sein Schiff dann weiterentwickeln. Haben sie gut gemacht. Also für alle Weltraumfans, die ein bisschen was erkunden möchten, ein bisschen bauen möchten, ja, einfach den Weltraum genießen, Science-Fiction-Fans, auf jeden Fall eine Empfehlung. Daumen nach oben. Leute, die jetzt vielleicht noch ein, zwei Monate warten wollen, dass das Game von 39,99 irgendwann auf 29,99 oder vielleicht sogar 24,99 und den Preis herum runtergeht, ja, ist auch in Ordnung. Also. Nee, ich muss hier von der Navigation her, ich darf nicht so nah an die Planeten kommen, weil dann denkt das Game, dass ich hier landen möchte. Was ich ja nicht möchte, denn ich war schon drauf, jetzt fliegen wir nach Io.
Captain, the weather on this planet will make landing very difficult. Whoa. We'll need better landers to manage it. Ja, was machen wir hier nicht? Weil sonst verliere ich den letzten Lander auch noch. Dann kann ich hier nachkaufen bei der Station. Captain, we're still detecting that signal from Triton. We should travel to the moon and scan its surface. If there's any... Sir, we're detecting an unidentified object on the surface. Ein Lander hier kostet 500 Kredit. 500 Credit Units. Kommt drauf an, wie viel ich jetzt hier sammle an Ressourcen und dann verkaufe. Aber ich denke mal, ich kann den einen verlorenen dann locker nachkaufen. Was ist das hier? Well, this is a heck of a thing, Captain. We found some kind of monument here. There's text on it, or graffiti. Pictures of aliens fighting? Not much we can do with it, but admire it. Kämpfen der Aliens. Für mich sind das ja einfach nur bunte Lichter. Egal. Wir haben noch etwas Blei und Methan auf dem Planeten. Wir müssen aufpassen, dass mich nicht so ein Blitz erwischt. Da unten sind noch drei Blei. Dann können wir schon wieder weg hier. Passt, dann besuchen wir jetzt noch Oberon neben dem Uranus Miranda. Dann haben wir genug Ressourcen zum Verkaufen. Sir, we're detecting an unidentified object on the surface. Hier ist auch irgendwas Unbekanntes. Bin gespannt, was das ist. Was ist denn das? We found another piece of an alien spaceship, Captain. Still not broadcasting anything. I wonder where these things came from. Das eine Strontium holen wir uns jetzt auch noch. Wo ist es denn? Hier leuchtet was. Das hier ist die Sonne, ganz klein. Aber gut, Uranus ist auch ordentlich weit weg. Da ist die Sonne wirklich nur mehr wie ein Golfball. Neunzehn Kupfer und noch was nicht identifizierbares. Schauen wir mal. Beim Uranus so nah dran zu sein. Hier ist das Kupfer. Und was ist das? Ja. Das ist der Tesla. Leute, ihr wisst es ja. Die das verfolgen, auf alle Fälle. SpaceX, Musk, Elon Musk hat ja einen Tesla hochgeschossen mit seinem SpaceX-Programm. Und der ist hier auf einem Satelliten, auf einem Mond von Uranus gelandet, auf Miranda. Vielleicht wissen die Programmierer hier mehr. Müssen wir dann mal in 10, 20, 30 Jahren nachschauen, ob das alles stimmt. Ob der Tesla hier wirklich auf Miranda landet. Ja, die Leute, die es nicht wissen, kurz zur Erklärung. SpaceX, das private Raumfahrtprogramm von Elon Musk, hat neue Trägerraketen getestet und unter anderem vorne in der Ladeluke von dieser Hauptrakete einen Tesla drin gehabt. Und den haben sie eben zu Demonstrationszwecken hochgeschossen. Und der treibt jetzt gerade im Weltall. Ja. Und irgendwann wird er entweder irgendwo abstürzen oder irgendwann das Sonnensystem verlassen. Wo
was auch lustig wäre. Dann findet irgendwann eine Alien-Rasse. ein Elektrofahrzeug. Mit 4 Reifen im Weltraum. Das war ein Cabrio, glaube ich. So, dann können wir jetzt mal in diese Basis hier das Uranmodul einstecken. We're back at the Lexite's lunar facility. There's a slot in the device here. Do we have... We do? Well, it's some kind of laser gun, Captain. Mm-hmm. Looks like it will fit right on our lander. Das ist nett, denn jetzt hat unser Lander eine Laserkanone. Gleich mal testen. Ja, perfekt. Hey, Captain, now that we have a laser gun, why don't we try shooting some rocks with it? In the name of research. Felsen sprengen. Oh. Hier ist Gold drin. Cool. Das habe ich noch gar nicht rausgefunden in den ersten 5 Stunden. Ich kann hier noch Ressourcen sammeln, das ist cool. Okay, nur diese hier. Aber das ist echt cool. Habe ich zuerst noch nicht gewusst. Habt ihr auch gleich wieder einen Tipp mitbekommen. Ihr könnt dann hier mit dieser Laserkanone diese Felsen sprengen. Vorne ist noch ein Aluminium. Hol ich mir. Passt. Ja, Leute, dann ist es eben jetzt so, dass wir hier mit der Tabulator-Taste eben noch ein Menü haben. Dann sehe ich, was ich hier an Dingen mitführe, was ich gefunden habe. Ich kann im Moment maximal 4 Länder hier auf dieses Schiff drauf tun, kann aber das Schiff eben noch erweitern, kann mir mehr Module hineinstecken, dann kann ich mehr Menschen mitnehmen, mehr Fracht transportieren, ich kann mir mehr Waffen anbauen. Im Moment könnte ich mir stärkere Atomraketen draufstecken. Später bekomme ich natürlich auch Alien-Technologie, Laser, ich bekomme stärkere Antriebe, ich bekomme Schilde und so weiter und so fort. Das nächste Ziel wäre jetzt hier Triton zu erreichen und eben dieses Funksignal zu untersuchen auf Triton. Und ich müsste dann noch weiter herausfinden, wo die Lexide hin sind. All das kann ich hier in dieser Sektorenkarte erleben. Also das ist hier alles erforschbares Gebiet. Wir sind jetzt im Moment hier im Sol-System. Proxima Centauri, Alpha Centauri ist ja sehr bekannt. Aber auch hier Bernard Star, weil ich heiße es ja Bernard Star, aber ist egal. Und so weiter und so fort. Hier verbergen sich dann natürlich Alienrassen, feindliche und freundliche. Und hier kann man dann noch Allianzen schmieden und alle diese Sternsysteme erforschen, Ressourcen finden, Artefakte finden und einfach seine Flotte und sein Schiff weiterentwickeln. Ihr könnt dann freundliche Schiffe hier auch noch mitnehmen, könnt dann in Kämpfen auswählen, mit was für ein Schiff ihr kämpfen möchtet. Und ja, das ist im Prinzip das Game. Mir gefällt sehr gut. Für mich ist es ein Daumen nach oben. Ich würde sagen 8 von 10 Punkte. Vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Ich zocke auf jeden Fall noch weiter und werde höchstwahrscheinlich auch noch eine zweite Folge machen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Ich lese mir alles durch und über einen Daumen nach oben freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.